Geht ab, Leute, neuer Tag in Dubai und ich mache dieses Video für alle Leute, die entweder schon Cash online machen und sie möchten überall auf der Welt leben, ja, die Welt bereisen, oder für Leute, die Bock haben, online Cash zu machen und die ein bisschen Inspiration brauchen. Wie ist es, wenn du woanders lebst als in Europa? Wie ist es, wenn du in Bangkok lebst oder in Dubai oder in Phuket? Was ist am besten? Ja, und ich werde euch hier von meiner Experience erzählen. Ich bin unterwegs seit November. Im November war ich das erste Mal in Bangkok, danach war ich in Phuket, danach war ich in Dubai. Und danach war ich wieder in Bangkok. Und jetzt gerade, Leute, back in Dubai. Weil ich hier noch ein paar Sachen fertig machen muss. Und ich werde einfach diese drei Orte vergleichen. Welcher von diesen Orten ist wirklich am besten? Zu welchem Ort solltest du hingehen als erstes? Welcher Ort ist für dich gut? Ja, für jeden ist was anderes gut. Und ich werde euch sagen, welche Prioritäten, welcher Ort am besten ist. Das heißt, beginnen wir mit dem ersten Ort, an dem ich war, und zwar Bangkok. Und ich muss euch sagen, Leute, als ich nach Bangkok gekommen bin, es war wirklich eine neue Welt für mich. Bangkok ist eine komplett andere Welt. Es war in Wien kalt, ich bin nach Bangkok gekommen, es hatte 35 Grad. Damals hat es auch viel geregnet, was aber kein Problem war. Bro, es ist so warm, es schüttet eine Stunde am Tag und du kannst rausgehen, du kannst auch draußen spazieren. Eine Stunde schüttet es, danach nieselt es vielleicht ein bisschen. Es ist nicht schlimm, ne? Hab keine Angst vor der Regenzeit. Es ist nicht unangenehm wirklich. Ja, natürlich ist es besser, wenn es nicht ist, aber es ist nicht schlimm, du kannst trotzdem dort sein, okay? Das heißt, Bangkok hat es 35 Grad, ist noch ein bisschen wärmer als hier in Dubai. Hier in Dubai hat es nur so 25 Grad meistens. Und der erste Aspekt in Bangkok, der wirklich optimal ist, ist der Freedom. Ja, wenn dir Freedom wichtig ist, du wirst die Freiheit haben, zu machen, was du möchtest, die ganze Zeit. Du wirst draußen rumgehen ohne Shirt, kein Problem. Du wirst Drugs nehmen und Gras rauchen, kein Problem. Natürlich empfehle ich das nicht für euch. You know? Aber du kannst machen, was du willst, solange du niemanden wehtust. Solange du niemanden verletzt, psychisch oder physisch. Wirst du kein Problem haben in Bangkok mit der Polizei? Ja, es ist eigentlich extrem schick. Du hast sehr viel Freiheit, du hast sehr viel Spaß. Bangkok ist eine Stadt, wo du wirklich alles machen kannst. Die Möglichkeiten sind wirklich endlos in Bangkok. Jeden Tag kann alles passieren. Du hast sehr viele Brokey-Orte, du hast sehr viele Orte, wo du nicht weißt, wirklich was jetzt passiert. Aber du hast auch sehr viele luxuriöse Orte, je nachdem, wie du leben möchtest. Ja. Ist wirklich Bangkok optimal, was Spaß und Business betrifft? Preis, was Spaß und Freiheit betrifft. Ja. Preis ist sehr gering in Bangkok. Du bekommst für 700 Euro schon ein sehr nices Airbnb. Was heißt nice? Im Gegensatz zu Wien. Wenn du Wien gewöhnt bist, wirst du in Bangkok so, wow, das ist geil. Ja, 700 Euro, Fenster bis zum Boden. So ähnlich wie hier. Du wirst was Kleines haben. Natürlich nicht mit View direkt auf den Kanal, aber trotzdem eine nice View auf die Stadt. Wenn du ein bisschen mehr ausgibst, 1,2k, bekommst du was sehr Geiles. Du hast immer Pool dort, du hast immer Sauna dort, nices Rooftop und sowas. Das heißt, Sachen, die in Wien unvorstellbar sind, sind dort komplett basic. Oder in Deutschland, ja, komplett basic. Für 700 Euro, ja, du kannst billig leben in Bangkok, du kannst theoretisch überleben für unter 1500 Euro, aber ich empfehle es nicht unbedingt. Ich denke mir, wenn du in Bangkok bist, gib lieber ein bisschen mehr aus, schau, dass du die beste Experience hast, weil eine Sache, die in Bangkok passieren kann, du wirst vielleicht ein bisschen lazy, vielleicht ein bisschen selbstgefällig, ja, du wirst ein bisschen, weil du bekommst alles so einfach, ja, alles ist so billig, das Leben ist so einfach, Leute sind dort, groß heißt broke, aber es ist so luxuriös. Ja? Das heißt, du bekommst auch sehr einfach Girls. Du musst in Bangkok nicht wirklich viel tun, wenn du Europäer bist. Es ist so, als wärst du in Wien eine Bad Bitch. Ja? So ein Girl, 10 out of 10, nice boobs, natural, bunda, nice, Fitness Girl, was weiß ich. Du bekommst dieses Girl in Wien, sie muss nicht wirklich was tun, um Typen zu bekommen. Gell? Und so ist es in Bangkok, wenn du ein Europäer bist. Zum Beispiel, ich war krank und ich wollte einfach, dass sich wer um mich kümmert, ein bisschen Tee macht, meine Wohnung aufräumt, ja? Einfach was Abwasch macht und so ein Scheiß. Und ich bin einfach auf Bumble und ein Girl kommt her und sie macht das. Warum? Weil die Girls dort irgendwie, erstens, sie wollen sich so kümmern um wen und sie hat, ich habe nichts sonst mit ihr gemacht. Gell? Sie kam einfach zu mir, hat diese Sachen gemacht, hat sich um mich gekümmert und dann ist sie wieder gegangen. Sie wollte nur ein bisschen Company haben. Und das Ding ist, dort ist es einfach so, dass es viel weniger Typen gibt, viel weniger Typen gibt als Frauen aus irgendeinem Grund. Und es gibt einfach sehr wenig Competition, besonders was Typen betrifft, die an sich arbeiten, die ihr eigenes Business haben etc. Weil sehr viele Broke Boys einfach hingehen, sehr viele Backpacker, sehr viele Touristen und deshalb hast du einfach extrem wenig Competition. Ja? Wenn du dort so 5 bis 10k im Monat machst, du bist wie ein Millionär und du kannst auch leben wie ein Millionär. Das heißt, du kannst sehr billig leben, aber ich denke mir, wenn du so 5k hast zum Ausgeben, dann hast du dort wirklich die beste Experience. Dating, jeder sagt, es ist sehr nice, aber ein Problem, also besonders was Thai Girls betrifft, Touristen, Girls sind dort nicht so viele nice, was ich bis jetzt gesehen habe. Das ist eher so in Phuket oder sowas. Also Girls aus anderen Städten, Girls aus Russland etc. Phuket ist voll mit Russen. Aber
Eine Sache, die in Bangkok nicht so gut ist, ist Networking. Ja, Networking mit Typen. Networking, was Business betrifft. Das ist in Bangkok nicht so gut. Networking, was Girls betrifft, ist gut. Was Typen betrifft, ist es nicht so gut. Du musst schon eigenen Netzwerken beitreten, um stabile Leute kennenzulernen. Weil du musst Online-Business-Netzwerken beitreten. Ich habe ein eigenes Netzwerk, wenn du dem beitreten möchtest. Aber join the school community, komm in Inner Circle, kannst mich DMen auf school. Aber du musst irgendwelchen Netzwerken beitreten. Ja, wenn du einfach nur rumgehst, mit Leuten connecten willst, du wirst kaum stabile Leute kennenlernen. Ja, sehr viele Leute, die dort einfach Time-Waster sind, die einfach so billig wie möglich leben wollen, die nicht wirklich große Visionen haben, die nicht wirklich pushen wollen nach vorne. Also es wird kein gutes Umfeld sein. Auch wenn du draußen rumgehst, du wirst nicht so motiviert sein wie zum Beispiel hier in Dubai. Hier in Dubai bist du so, du gehst draußen rum und denkst, ah, du bist ein Broke-Boy, du denkst, du musst mehr arbeiten, du denkst, let's fucking go. Ja, du bist motiviert. In Bangkok, es ist auch ein bisschen mehr fast-paced. Natürlich, ich war auch sehr motiviert dort, aber nur, weil ich ein gutes Umfeld hatte. Hätte ich kein gutes Umfeld gehabt in Bangkok, ich denke, ich hätte vielleicht auch schlechtere Entscheidungen getroffen. Ja? Das heißt, Bangkok, wie gesagt, es macht sehr Spaß. Du kannst den geilsten Lifestyle leben. Für 5k im Monat lebst du unglaublich nice. Du kannst auch gut arbeiten, wenn du ein gutes Umfeld hast. Und ja, dafür ist Bangkok gut. Dann kommen wir zur nächsten Stadt, Phuket. Und Phuket ist auch in Thailand. Du kommst so ziemlich schnell hin von Bangkok. Und ich empfehle aber nur immer ein paar Tage hinzukommen, wenn du alleine bist. Wenn du mit mehreren Leuten bist, ja okay, du kannst dir ein Haus holen und ihr arbeitet zusammen, ihr trainiert zusammen etc. Ich werde das nächsten Monat machen mit Leuten aus meinem Network. Wir werden eine Woche nach Phuket gehen, wir werden uns eine Villa holen. Ja, wenn du 100 Euro, jeder gibt 100 Euro pro Nacht aus, 600 Euro pro Nacht, 6 Leute. Bro, ihr habt eine sicke Villa. You know, ihr könnt geil dort leben, auch geilen Lifestyle haben, was Girls betrifft, das ist auch mega. Aber es ist ein bisschen mehr eine Hängerstadt, ja, wenn du einfach dort sein willst. Wenn du herumgehst draußen, alles ist ein bisschen dreckig. Auch ein Nachteil in Bangkok, was ich vergessen habe, die Luft ist nicht so gut. Ja, die Luft ist nicht so gut in Bangkok. Also ist ein Problem, ist alles ein bisschen dreckig, manchmal stinkt es ein bisschen. Hier in Dubai zum Beispiel, es stinkt nie und alles ist extrem sauber. Ich vergleiche es immer schon ein bisschen mit Dubai. Aber ja, Phuket, du wirst einfach, es ist gut, finde ich, für eine Woche, vielleicht für ein paar Tage. Aber zu lange will ich nicht dort bleiben. Weil es einfach ein bisschen eine Hängerstadt ist. Außer du willst trainieren, du willst Muay Thai trainieren und sowas, dann kann es cool sein. Da lernst du auch stabile Leute kennen, manchmal beim Muay Thai Training. Sonst, wie gesagt, Networks. Ja, du musst unbedingt Netzwerken beitreten. Und danach, also generell, wie gesagt, ich war 5 Tage in Dubai, in Phuket. Und ich dachte mir so, Bro, ich hatte genug. Ja, ich war so, ich habe wieder Bock auf die Stadt. Ich habe wieder Bock, richtig das Gefühl zu haben, dass die Leute hier grinden, wo ich bin. Ja, und nicht einfach nur Urlaub machen. Einfach viele Urlauber da. Ja, ich habe auch keinen Bock am Strand zu chillen, ist nicht so mein Ding. Ja, das heißt, Phuket empfehle ich ein paar Tage. Und danach kommen wir zu Dubai. Für was ist Dubai gut? Dubai ist gut, wenn Geld dir extrem wichtig ist. Wenn es dir extrem wichtig ist, dass du dein MRR, dein Monthly Recurring Revenue, erhöhst. Recurring oder generell dein Einkommen einfach. Wenn das dir das Wichtigste ist, ist Dubai extrem gut. Warum? Wegen dem Networking-Aspekt. Natürlich erstmal, wenn du hier eine Firma gründest, zahlst du keine Steuern. Was natürlich toll ist. Aber der Networking-Aspekt hier ist wirklich unbeschreiblich krass. Überall lernst du Leute kennen, die krass sind. Jeder hier ist da, hat große Visionen, ist darauf aus, irgendwas Geiles aufzubauen. Du lernst unglaublich nice Leute kennen, egal in welchem Bereich. Was Business betrifft, was soziales Leben betrifft, was einfach Lifestyle betrifft. Du lernst hier Sachen, die du nicht im Internet lernen kannst. Hier, wenn du mit den richtigen Leuten bist, da bekommst du Informationen. Das sind Leute, die krasser sind als Luke Belmer oder sowas, aber die haben kein YouTube. Ja, du lernst du nur in echt kennen. Dafür musst du in Dubai sein. Ja, was das betrifft, immer wenn ich hier bin, ich habe so viel mentalen Growth. Ich denke mir so, Bro, shit, ich lerne so viel, ich bekomme so viel gute Inputs. Das ist sick. Und dann, wenn ich in Bangkok bin, bin ich eher am Executen. Ja, Bangkok ist auch besser für Content vielleicht. Hier hast du nicht so dieses Freedom-Gefühl wie in Bangkok. Alles ist hier ziemlich berechenbar, sagen wir es so. Besonders, wenn du noch nicht in den extrem Elite-Kreisen bist, ja, wenn du noch nicht so rich bist. Es ist alles ziemlich berechenbar, die Sachen, die passieren. Es ist alles sehr sauber, es ist alles sehr perfekt, sagen wir so. Und ich denke mir, wenn du noch nicht so viel Geld machst, ist es für Lifestyle jetzt nicht so krass. Ja, wenn du viel Geld machst, dann kannst du hier wirklich den besten Lifestyle leben. Was ist viel Geld? Ich würde sagen, ab so 30, 40k im Monat. Wenn du 20k ausgeben kannst, dann denke ich mir, es ist hier wirklich sehr, sehr geil. Genau davor ist es auch nice hier, aber was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, bekommst du einfach mehr in Bangkok. Genau, wenn du ein bisschen auf dein Geld schauen musst, bekommst du einfach mehr in Bangkok. Wenn dir der Lifestyle, während du arbeitest, wichtig ist. Wenn dir der Lifestyle nicht so wichtig ist und du wirst dich nur auf Arbeit konzentrieren, du wirst nur voll im Grind-Mode sein, dann ist Dubai die beste Stadt.
Da ist Dubai die absolut beste Stadt. Du wirst dir die ganze Zeit motiviert sein, du wirst rausgehen, du wirst die Autos sehen, du wirst die Leute sehen, du wirst mit den Leuten connecten und du wirst immer weiter pushen wollen. Ja, deshalb, dafür ist Dubai wirklich geil. Ja, wie gesagt, ich persönlich möchte auch nach Dubai ziehen, eventuell, aber weil es einfach extrem gut ist, weil es einfach extrem gut ist für Growth, aber wie gesagt, erst denke ich mir ab so 40, 50, das ist so meine Stufe, wo ich mir denke. Weil das Ding ist so, ich möchte gerne in Downtown leben und für eine nice Wohnung zahlst du schon so 4, 5k Miete. Hier persönlich, wo ich gerade bin, das ist hier in der Marina, kleine Wohnung, aber ich würde nicht so gerne hier wohnen, weil ich denke mir, wenn ich schon in Dubai bin, will ich Dubai auch dafür nutzen, für die Sachen, die hier wirklich krass sind. Und davor denke ich mir, ist Bangkok einfach noch besser für mich. Das heißt, das sind die drei Orte, an denen ich bis jetzt war. Bangkok, Phuket und Dubai. Nächstes Monat werde ich wieder in Bangkok sein. Eine Woche auch in Phuket und eine Woche in China. Dann werde ich wirklich mal China auschecken. Bin ich auch sehr gespannt darauf. Aber nur eine Woche, deshalb kann ich es nicht so wirklich beurteilen. Ich werde hier dort eher auf einer Content-Mission sein mit meinem Bro Jonathan. Er besucht seine Supplier. Und generell, ich möchte mir jetzt erstmal halbes Jahr bis ein Jahr eine Long-Term-Crib holen in Bangkok, weil das Leben dort ist einfach nice, Bro. Ich bin so glücklich in Bangkok, der Lifestyle ist so gut, es ist so schön und du kannst doch grinden, wenn du das richtige Umfeld hast und besonders wenn du Content machst, ist es ganz gut. Ja? Das heißt, das ist meine Meinung. Sagt mir, welcher Ort für euch am krassesten ist, wenn ihr schon am Reisen seid. Sagt mir das. Ich muss wirklich sagen, online Geld machen und um die Welt reisen ist eine der geilsten Sachen. Du lernst so viel, du hast einfach so viel Growth, wenn du beginnst, neue Plätze zu erkunden, einfach wegen den Leuten, die du kennenlernst überall. Ja? Du wirst mit so vielen Leuten connecten, die dich sehr inspirieren, die dich weiter pushen werden. Du musst nur schauen, dass du wirklich ein gutes Network hast, dass du unter guten Leuten bist und nicht unter Hängern, weil sonst kannst du vielleicht auch einen negativen Einfluss auf dein Leben haben. You know? Das heißt, Leute, join the school community. Dort sind lauter andere Leute, die gerade beginnen wollen, Cash zu machen, die gerade lernen, wie man online Cash macht. Manche machen schon viel Cash, können dann auch den Inner Circle joinen, ja, wo wir Trips machen zusammen. Nächste Woche Phuket zum Beispiel, eine Woche machen wir einen Trip. Das heißt, Leute, sagt mir Bescheid, welcher Ort ist für euch am krassesten. Like und subscribe, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video.